Okay, da sind wir auch in dem Game. Lobby ist schon gestartet, war. Und ich sehe schon was sehr, sehr Tolles. Das heißt, wir gehen auch direkt rein. Wir haben in grün den Terraner. Es ist Aquaron. Und er spielt gegen den Zerg in blau. Es ist Soul Spirit. Ja, und warum fand ich das so interessant, dass wir gleich reingehen? Weil wir hier Proxy Rexing haben. Triple Proxy Rex wird hier gebaut vom Terraner und Zerg hat absolut keine Ahnung. Das kann hässlich werden. Ja, Triple Rex, das heißt kein Gas, das heißt Bunker und Marines. Bunker Rush, Marine Rush, vierte Rex auch noch mit dazu, warum auch nicht. Hauptsache ein Riesenhaufen an Marines wird produziert, hier geht's also richtig rund. Kommen Sie her, kommen Sie näher, hier geht's gleich richtig zur Sache. Ist wie im Zirkus. Ich muss nur kurz meinen Streamtitel noch umändern, dass die Leute wissen, dass ich gerade ein anderes Game eigentlich mache. Soul Spirit. Gegen Aquaron. Scheint mir richtig geschrieben zu sein. Und habe ich keinen Sound? Ah, ich habe den leise gedreht bei mir, damit ich die Klingel höre. Oder klopfen höre, falls... Das hatte ich nämlich auch schon, lustigerweise. Die Pizzaboten kürzlich, die ich hatte, sind nicht viele, sind zwei. Stück, jetzt der und der letzte, die finden meinen Raum nicht. Ich gebe zwar nicht, wohne im Untergeschoss, aber irgendwie gehen die alle zuerst die Treppe hoch und haben keinen Plan, wo ich bin. Okay. Kann vorkommen. Gut, man ist im Job, glaube ich, auch ziemlich gestresst. Ja, und da geht's auch los. Bunker natürlich kommen sehr spät. Der Creep ist schon da in der Natural. Es sind halt viele Marines und die Queen spawnt unglücklich. Spawnt in die Marines, sind da jetzt sehr, sehr viel Damage. SCVs helfen kurz mit aus, aber Bunker wird geschraubt, Linge werden gebaut. Und der Aquaron, ja, will hier natürlich durchdrücken, versucht die Linge rauszukiten, hat den Bunker noch nicht ready, hier aber eine Engstelle, mit der er blocken kann. Viele Marines sind da, die Linge versuchen ins Round anzusetzen, Queens helfen hiermit aus, wollen natürlich das SCV hier haben, damit der Bunker nicht fertig wird. Und der Bunker wird hier nicht fertig werden, es ist kein SCV mehr übrig, das heißt, die Marines müssen das jetzt irgendwie allein erledigen, da kommt auch sofort der Cancel. Und damit hat sich das für Aquaron auch schon erledigt und Soul Spirit hält. Hat Speed Upgrade unterwegs, mehr Linge im Bau und das Game hier ist noch nicht vorbei. Wir sehen richtig viele Dinge. Wir sind immer noch die vier Barracks, die fröhlich Marines rauspumpen. Natürlich, die Mainbase vom Terraner sieht ein bisschen kahl aus, aber da kommt jetzt auch Gas mit dazu. Zusammen hier mit doppeltes Supply Depot, einfach damit man keins bauen muss. Oder eben weil man eins bisschen nicht eingeplant hat. Und wir haben jetzt hier einen Riesenhaufen an Marines gegen einen Riesenhaufen an Dingen mit Speed Upgrade. Und da geht's drauf mit den Speedlingen, die wollen die Marines haben. Kiten schön nach hinten, hier Reinforcement kommen dazu. Und tatsächlich, Aquaron hält sich hier nochmal, aber natürlich jedes Mal, wenn sein Marine Ball schwächer wird, kann hier nicht mehr so gut fighten und Länge kommen halt wesentlich mehr nach. Acht Länge werden nochmal gebaut. Zwei Hatches mit Inject, die beiden Queens leben. Das heißt, da gibt es auch konstant Doppel-Inject. Das Beincrawler stehen hier, das reinkommen tut hier Aquaron auf jeden Fall nicht mehr. Er kann nur noch versuchen, jetzt hier defensiv gut zu stehen. Das versucht jetzt ja auch. Steht hier an seinen Barracks, kann sich da ranpressen an seine Rex. Und ja, die Länge haben das jetzt auch gescoutet, haben Rex Nummer 1 gesehen. Aber da können sie nicht, wollen die Dinge da wirklich drauf pushen. Es ist eine sehr eklige Position, wenn die Marines da wirklich sich durch so eine Engstelle stellen und dann stehen bleiben. Und dann fröhlich die Dinge rausnehmen. Dessen hier die Wall ist natürlich da, ist nicht wirklich eindrucksvoll, aber besser als nichts. Und wir haben immer noch mehr und mehr Länge im Bau hier für Soul Spirit. Also er ist, sieht das immer noch hier sehr brenzlig, die ganze Geschichte. Er hat da auch recht. Und hier gibt es das nächste Engagement hier, Marines gegen Dinge. Und die Dinge fühlen sich nicht stark genug, um gegen diesen Ball an Marines zu bestehen. Die waren auch noch ein bisschen gemicrot, bisschen die verletzten Marines nach hinten. Und da kommt das nächste Engagement. Dinge rennen ran und kassieren dabei schon wieder Shots. Und da gehen wieder ein paar Dinge drauf. Ja, Soul Spirit defensiv mit den Spike Hold den Queens gar kein Problem. Aber halt jetzt hier ist es immer noch eine gefährliche Sache. Die Marines haben sehr viel Feuerpower, aber der Creep-Tumor ist da. Natürlich mit dem Speed-Bonus, das können die Linge ausnutzen, das hilft, um einen Surround schnell hinzukriegen. Und die Linge werden mehr und mehr. Baning-Nest kommt jetzt auch mit dazu und das ist dann mega gefährlich für die Marines. Wenn kein, gegen die Baning kann er nicht wirklich was machen, er kann nicht stimmen. Er hat absolut keine Möglichkeit, hier irgendwie vor den Baningen wegzukommen. Er muss einfach irgendwie weglaufen und derzeit macht er einfach keinen Damage und Linge fressen dann fröhlich an den Marines rum. Trotz allem ist hier der Terraner immer noch ein bisschen im Supply vorne. Worker Supply ist gleich und wir sehen hier Tech Lab im Bau. Wo zur Hölle? Ach, an der Factory. Knarre, danke schön noch für den Follow. Ja, yes, Tech Lab ist hier an dieser Factory. Länge, hier starten wir einen kleinen Counter-Attack. Aber da kann normales mit Repair gegengearbeitet werden. Das sollte nicht allzu viel passieren hier.
für den Terraner. Das müsste er halten können. Und da haben wir eben den Marine Ball. Banning Nest ist ready, aber noch keine Banning Nest. Ein paar Länge werden bereits geschreddert. Mehr Spinecrawler kommen hier. Und der Marine Ball ist halt auch mega gefährlich zu diesem Zeitpunkt. 39 Marines. Und da geht's auf die Spinecrawler. Die Queen lebt gerade noch so Dinge. Wollen sie ran mit dem Surround. Es sind 6 Banning im Morph, aber eben nicht mehr ready. Da sitzt der Surround eigentlich auf die Marines. Kann das hier genügend Schaden machen? Die Marineszahl nimmt rapide ab, aber auch die Linkszahl schmilzt dahin. Und jetzt hier, Marines sind noch ein paar übrig. Manche schwer angeschlagen. Hier geht's auf die Wall mit dem Banning Bust tatsächlich. Und ja, das ist Hallöchen und auf Wiedersehen. Da ist die Wall offen. Ein Banning geht nochmal mit rein in die SCVs. Und der eine Link finisht jetzt hier mehrere SCVs ganz alleine hier. Sammelt hier fröhlich Kills, hat 3 Stück. Und da geht er auch down. Aber die Wall ist halt komplett offen. Der Terran hat keinen Max Supply mehr hier frei, sondern er ist halt jetzt Supply Cap bei 47. Aber der Zerg hat wahnsinnig viel Army für die ganze Aktion geopfert. Das heißt, auch das ist gefährlich hier für Soul Spirit. Er schickt nochmal einen Counter-Attack los. Da kommt noch ein Scan hier gerade von Aquaron. Und der will hier einfach weiter pushen. Der pumpt einfach so konstant weiter Marines aus seinen 4 Racks hier. Jetzt sieht man aber eben den Supply Block in Effekt. Da muss weiter Supply Depot kommen und eben die Wall hier ist bei weitem nicht. Oh Gott, der Panzer! Der Panzer ist alleine auf offener Flur. Easy Surround, easy Kill für den Zerg hier. Der Panzer kommt hier nicht weg. Kann nochmal ein paar Linge rausnehmen. Aber nein, gesniped. Und auch die Wall ist natürlich offen. Da kommt nochmal ein Tank, aber bis der fertig ist, dauert ewig. Und die Dinge vergreifen sie jetzt hier an den SCVs. Wenn das mal so die Marines an die Drones zu kommen, da wird reingekitet. Eine Queen ist bereits down, die Linge ist round, die Marines. Da ist ein Banning mit dabei. 2 Banning mit dabei. Waren allerdings schnell gefokust. Gut, die Reaktion von der Queen. Aber es reicht nicht an Masse. Der Zerg hat hier zu viel mit dem Links Round und den Queens in der Hinterhand. Und da ist das GG und das 1:0 für Soul Spirit. Ah, sein Internet hat einfach. Okay, Bodys Internet hat einfach ausgesetzt, sehe ich hier gerade. Hat er auf Twitter erwähnt. Ist natürlich krass, ist richtig nervig, klar. Vor allem er ist ja Vollzeit-Streamer, das heißt, er ist darauf angewiesen, dass er hier casten kann und ja, erzeugt damit natürlich seine Einnahmen und seinen Lebensunterhalt. Und wenn er Internet ausfällt, ist halt richtig, richtig dreckig. Tja. Die Sache mit dem Livestreamen. Man ist halt von Internet abhängig und Strom und ja, ist nicht einfach. Okay, aber unsere zweite Map steht. Wir IPX? Ei. Wir haben in grün den Terraner Aquaron. Und der spielt gegen den Zerg hier in Blau mit der 1:0 Führung nach einem gehaltenen 4-Rex-Push hier. Einem dauerhaften One-Base-All-In, den er gehalten hat. Es ist Soul Spirit. Mal sehen. Bisher Soul Spirit, Opening-Technisch, Hatch, Gas, Pool, Aquaron, Rex und Gas, das heißt Reaper-Expansion. SCV-Scout unterwegs. Also das Match startet hier mal ganz normal in Richtung Makrogame. Und ja, mal sehen, wer sich da durchsetzt. Denn ja, das erste Match war natürlich alles andere als Standard. Das ist sehr eskaliert mit den 4 Rex Proxy. Und dann auch die Panzer, die dazukommen sollten. Der Versuch da konstant durchzudrücken, was aber nicht so ganz gereicht hat. Ja. So kann es eben gehen. Kann das bitte funktionieren? Das ist nicht das, was ich will. Spiel. Bin gleich, wobei wir verpassen gerade echt nichts, was ich so sehe. Nur kurz was erledigen hier.
Okay, da bin ich auch back hier. Bisher, wie man sieht, nicht viel verpasst. Beide sind unterwegs. Und weitere Aliens werden es gebaut, genauso wie ein Viking. Und das Cloak-Upgrade, das wird auch gescoutet vom Overlord. Und der Overlord kann nicht gesniped werden. Wir haben bisher verpasst einen toten Reaper. Das ist ein bisschen unglücklich schon für den Terraner. Leertech unterwegs, genauso wie ein paar Länge hier für Soulspirit. Genauso wie die dritte Hatch gebaut wurde. Und wir haben jetzt hier mal der Versuch, mit Aliens zu arresten. Aber Länge blocken, Queens spucken mit drauf. Und die Aliens erreichen hier zumindest mal ein bisschen Link-Damage. Sind aber dafür auch alle angeschlagen, können sie nicht mehr allzu lange aufhalten. Und ja, das wurde gut abgewehrt. Und Cloak, ja, sofort gecancelt, nachdem der Overlord tot war. Sofort geliftet von wegen, nein, das Upgrade ist mir doch egal. Ich baue Bio, Junge. Ich habe einen Tackler bei meiner Barracks und gehe jetzt auf Stim, Alter. Ja, die Aliens reichen hier soweit auch nichts. Der Zerg ist am Dronen und am Roachworn bauen. Und ja, Spawncrawler mit dazu. Vorsichtshalber natürlich, Zerg hat die in den Informationsstand von wegen, Starport mit Techlab, aber man, es könnte eben ein Fake sein, das ist immer so ein Thema. Sie hörten gerade den Abathur-Announcer, den Abathur, und da geht der nächste Overlord down. Das Viking sammelt völlig Kills. Nächster Overlord in Reichweite wäre der hier, der versucht aber auch schon abzuhauen. Und dann noch der Overlord, der ist auch noch ein bisschen weit draußen, den könnte man noch snipen eventuell. Aber Roachworn ist gleich ready hier für Soulspirit, genauso wie auch ein guter Schwung an Drones. Es gibt auch nochmal eine ganze Runde, das heißt, economy-technisch ist der Zerg schon sehr weit. Da gibt es auch noch einen Vorsitz. Overseer, also gegen die Banshee ist er gewappnet. Problem ist einfach, es kommt keine Banshee. Das heißt, die ganze Investition in Spawncrawlern und Overseer hätte sich der Zerg schenken können. Das beeinflusst natürlich auch seine Economy. Das verpasst ihm einen kleinen Nachteil. Wir haben hier wieder die Aliens rausgeschickt, frisch repariert, wenn ich das richtig sehe. Einzig eine ist noch ein bisschen angekratzt. Und es sind jetzt halt schon 8 Aliens und Armory-technisch momentan keine unterwegs. Das heißt, es bleiben auch erstmal nur Aliens. Hier Linge gehen auf einen Scout, sehen keine dritte Basis, wollen die Bandbase, aber nein, kommen nicht durch, sehen hier nichts. Das heißt, Soulspirit weiterhin im Dunkeln, was der Tech seines Gegners betrifft. Es ist ein Liberator gebaut worden, er versucht die Natural zu arresten und wir sehen Baning Nest und viele Linge werden gebaut, gerade für Soulspirit. Der hat seine 60 Drones, kann jetzt hier fröhlich auch Army schon bauen, wird bald, denke ich, auf eine vierte Basis noch mit dazugehen. Könnte ich mir vorstellen, das wird nicht mehr allzu lange dauern. Und 1-1 Upgrades auf beiden Seiten unterwegs. Genauso wie hier das Viking kümmert sich einmal um den Overlord. Der Liberator hätte auch aushelfen können, aber nein, der wollte lieber auf die Drones. Er kriegt auch eine dafür. Und damit hat sich... Okay, kriegt er die Queen? Er kriegt die Queen. Die Queen ist uns zu unvorsichtig. Dafür stirbt der Liberator. Nein, doch. Ja, er stirbt. Und hier drüben Engagement mit den Aliens auf die Queens in die Creep-Tumore. Und der Creep leidet ein bisschen. Der war schön rausgesniped. Er hat die Positionierung von den Queens genutzt, um das hier wegzusnipen. Aber das direkte Engagement mit den Queens läuft einfach nicht. Wenn ihr seht, der Transuse kommt raus. Die Queens tanken zu viel weg. Und die Aliens ziehen sich erstmal zurück. Währenddessen Link-Counter-Attack unterwegs für Soulspirit. Rennt hier einmal über die Karte. Versucht also hier irgendwas an der Natural zu finden, bis er an der dritten Basis zu finden. Und er findet viele SCVs ungeschützt. Da kommen eigentlich jetzt Marines mit danach. Und es sterben ein paar SCVs. 3 Stück. Ziemlich schnell gesniped. Das Viking ist noch immer irgendwo unterwegs, sucht nach einem weiteren Overlord, aber es ist halt nichts mehr in Reichweite. Es ist nur der Overseer, der wird von Queens beschützt. Das heißt, der ist keine Option. Und die Hellions jagen hier gerade nach den Dingen und die Dinge laufen hier den Hellions in die Arme und werden einfach durchgebraten. Und so schnell sind die Dinge halt dann auch weg und stehen jetzt hier nochmal ein bisschen drum rum und damit alle Dinge weg. Alles geklärt. Schöner Fund hier von Aquaron. Easy Fight für die Hellions, wie man hier sieht. Und drum ist es eine Kontereinheit. Linge laufen den Hellions entgegen und bam, sind sie alle tot. Das Viking klärt auch noch hier den Watchtower, das heißt, der Terraner hat sich mal um beide gekümmert. Mehr Linge, mehr Baninge werden gebaut, gerade für den Zerg. Baning Speed, Hydra Speed, also Ling Baning, Hydra wird es hier geben. Gegen eine Bio-Tank-Komposition, also ganz klassisch zwischen den beiden hier. Wir haben 3 Basen gegen gleich 4 Basen. Und upgrade-technisch hat der Terraner den Vorteil, ist direkt mit 2-2 unterwegs, hat gleich Combat Shield ready. Stim ist drauf und Concussive Shells wird nicht benötigt, weil es gibt noch keine Marauder hier in diesem Fall. Ja, Zerg Army hier wartet auch noch auf die guten Upgrades hier. Baning Speed ist inzwischen da, Hydra Speed kommt mit dazu und 2-2 für die Linge und Baning kommt mit dran. Und ja, mit der Armory jetzt hier natürlich für die 2-2 Upgrades hat man auch eine Armory für die Hellbat Transform. Und die helfen natürlich richtig gut gegen Linge aus. Gegen Baning nicht ganz so toll, aber gegen Linge sind die Hellbats natürlich eine richtig tolle Unterstützung. Hier geht es einfach wieder mal richtig fett auf Creep, einfach viele Tumore raussnipen und direkt steht man an der vierten Basis. Panzer wird gesiegt, aber Linge ist ein Brett dran an den Panzer. Panzer wird hier gefokust, Panzer ziemlich schnell auf Baning, crush mir rein und da wird Aquarium doch ziemlich abgekegelt, aber seine Bio versucht mal ein bisschen zu fighten, versucht zu kiten hier. Die Länge, ja, der Baning auch noch schon rausgefokust. Das Viking wird jetzt hier sterben. Ja, Viking wird zurückgelassen. Marines versuchen zu fliehen und der Push wurde erstmal abgewehrt. Soulspirit mit 40 neuen Dingen.
Aquarion hier mit neuem Panzer. Marauder jetzt hier auch Produktion begonnen. Mehr Barracks müssen gebaut werden. Mehr Medivacs kommen dazu. Panzer defensiv hier gestellt und drittes Command Center wird begonnen. Ja, wir haben 68 zu 66 im Worker Count. Das heißt, der Rana steht da gar nicht so schlecht da. Mit den Mules hat er eigentlich auch ein ziemlich gutes Income gegen das, was der Zerg hier hat. Beim Zerg hingegen gibt es jetzt den Infestation Pit. Wir sehen 5 mehr Hydras, die gebaut werden. Und hier gehen dann die Marines auf die Creep Queens. Und die Creep Queens waren 2 davon gesniped. 50% Verlust und der Boost weg von dieser gesamten Armee. Das ist hier Quern zu kritisch, wenn das ein Link-Counter-Attack ja, auf diese Basis, die noch nicht existiert. Denn die dritte Basis wird immer erst noch gebaut und gegen diese Wall können die Dinge nicht wirklich was anrichten. Hier drüben, Nexo Drop unterwegs, geht hier auf den Overlord. Overlord ist auch low und wird auch fallen. Ja, Dinge kommen dazu, aber auch die Dinge tröpfen hier so einzeln rein, können easy gesniped werden von der Bio zumindest. Gute Trade hier nochmal für die Marines und dann einfach der Boost raus. Also Quern macht hier schon richtig gut Druck. Creep Spread wurde ein bisschen eingedämmt, wie man sieht. Ein Creep Arm hier zieht sich nochmal auf die rechte Seite entlang. Das kann man eigentlich easy clear. Ein Scan hier rein, nimmt 4 Tumore raus. Ja, momentan, er hat 3 davon erwischt, aber das findet immerhin mal jegliches weiteres Creep Spreaden an dieser Stelle, weil der aktive Tumor gestorben ist. Und auch der hier stirbt noch. Man sieht sofort die Queens. Wir wollen hier wieder Creep haben. Was macht ihr hier? Verschwindet gefälligst. Marines werden vertrieben. Queens kommen mit zurück, um hier einfach neuen Creep zu setzen. Zweiter Trupp vom Taran ist auch noch hier unterwegs. Trotzdem, der Creep wächst immer noch in einem ordentlichen Tempo für Soul Spirit hier. Also der ist da sehr fleißig, was das betrifft. Und wir sehen jetzt auch Hive Tech. Für den Zerg ist kurz vor der Fertigstellung. Taraner, dritte Basis soll jetzt hier genommen werden. Also die Terran Economy lange auf vierte Basis. Entschuldigung, ich habe ganz verplant, dass 16 Bild eine 3 Base Karte ist. Standardmäßig. Das ist die vierte Basis für den Terraner. Und hier die Linge scouten das auch, dass hier der Versuch kommt, die Basis zu nehmen. Und Linge sofort mit dem Counterattack gehen rein in die dritte Basis hier. Und da sterben einige SCVs hier. Ziehen nochmal rein für den Fight. Aber nein, SCVs sind einfach nur Futter für die Linge. Und auch die Marauder hier haben Schwierigkeiten dagegen zu fighten. Mehr Marines kommen dazu. Die Linge werden defended, aber es hat einiges an Terraner-Einheiten gekostet. Rund auf 62 Worker gegen 76 hier gerade von Soul Spirit. Wir haben 2 Viper im Bau, wir haben nochmal mehr Linge, 3-3 Upgrades und der Dwiner Glance, genauso wie die Uli Cavern. Also jetzt kommt der Late-Game-Tag vom Zerg, wir gehen in die Late-Game-Phase und Quaron hier, er hat selber gleich den Max-Out erreicht. Hat hier viele Panzer, hat hier 4 Marauder momentan und versucht jetzt mit dieser Armee zu pushen, aber wieder der Counter-Attack, wieder die Linge unterwegs, der Drop sieht das allerdings. Das heißt, hier müsste der Rande sich vorbereiten, er rallyt auch direkt seine Reinforcements hier ran in die Natural, da kommt der Stim, das Kite nach hinten, der versucht irgendwie mit diesen Lingen verzögern, also es sind halt ziemlich viele und die kommen jetzt auch in die Mainbase, die Natural, bis in die dritte Basis, hier wird gesaved, die Mainbase allerdings, da wird ein bisschen was in SCVs draufgemessen, der Hauptpush kommt on Creep und die Zerg-Armee muss jetzt darauf reagieren, die Zerg-Armee ist bereit, viele Bändige, nochmal 10 mehr, und die Linge ist immer noch gestreut in den einzelnen Basen, nimm hier richtig viele SCVs raus, also da ist die Defense nicht ganz perfekt. Hier gerade von der Quaron. Er führt zu Hause wahnsinnig viele SCVs. Man sieht, er ist runter auf 56. Aber er macht hier richtig krass Druck. Viele Overlords gerade rauskommen. Damit Soulspirit Supply Block auf 164 Supply. Und das kann auf ihn ziemlich hässlich werden. Denn damit kann er nicht vernünftig remaxen, nicht vernünftig nachbauen. Aber die Linge hier haben so viel Schaden gemacht hier. 55 SCVs, null übrig, gleich 54, 53. Also es geht hier noch immer weiter. Jetzt hier werden die letzten Linge geklärt. Und der Terraner hat hier Stellung bezogen. Aber da kommen die Viper mit zu Blinding Cloud auf die ganzen Panzer und die Marines hier unten runter. Da kommen die Bailing mit rein. Reicht das hier für den Zerg? Es sieht momentan sehr gut aus. Er crusht die Panzer schnell weg und die Marines ja versuchen zu fliehen vor den ganzen Banningen, die noch übrig sind. Da kommt eigentlich die nächste Welle an Banningen und die nächste Welle und damit die Marines hier überleben das nicht. Da kommt einfach der Boost weg von der Quaron und Soul Spirit hat seine Overlords nachgebaut. Zumindest ein Teil davon ist jetzt wieder 180 Supply gerade Supply gehabt. Aber neue Overlords kommen, 3-3 Upgrades und hier Kite in das Plating kommt mit dazu. Und das sieht jetzt hier gut aus, gerade für den Zerg mit einer starken 5 Basen Economy hier. Und auch, ja, viele Worker, 76 Drones sind an diesen Basen am Arbeiten. Wie man sieht, die fünfte Basis gleich voll besetzt. 5 Ulis werden gebaut, die wichtigen Upgrades sind gleich durch gegen einen Terraner. Der hat zwar 3-3, aber eben vierte Basis und nur 61 SCVs jetzt hier. Muss das wieder ein bisschen hochbauen. Hat insgesamt bisher 27 SCVs verloren, dagegen nur ein einziger Drone getötet worden. Das hat die eine vom Liberator, ganz am Anfang im Spiel, die hier der eine Liberator bekommen hat, dafür aber auch gestorben ist. Also das war es jetzt auch nicht unbedingt wert. Ein Drone und eine Queen für einen Liberator. Nicht der beste Trade ever. Ja, da kommt jetzt auch mal der erste Push von Soul Spirit. Sein Creepset ist auch immer noch ziemlich fleißig, wie man sieht. Queen-technisch ist er runter auf 6 Queens. Das heißt, bei 5 Hatches ist er so ziemlich okay. Er injected nicht jede. Das heißt, er hat noch irgendwo 2 freie Queens. Ja, hier stehen die 2 freien Queens für Creepset. Und da kommt jetzt einfach der Go auf diese PF hier. Kann die gehalten werden? Der Runner, wenn das ist, schon wieder ein Push und schickt es hier auch einen Drop los auf die Natural, die
Der Uli jetzt hier als Defense, der sollte auch reichen. Der ist viel zu krass. Hat die 3-3 Upgrades mit Kite Spelling. Das heißt, der hält alles mögliche an Marine Shots aus. Und der Terraner pusht jetzt hier gerade auf der Südseite. Währenddessen am Norden kommen eben die Banning Bombe auf den PF. PF instant down. SCVs sind panisch am Fliehen. Reinforcement versucht das irgendwie zu regeln. Terraner kann jetzt einfach nichts anderes tun, als Hause selber auf Go zu drücken und einfach versuchen, den Circ hier zu pushen. Das macht jetzt hier auch die fünfte Basis vom Circ. Wird da auch sterben. Da kommt ein bisschen Reinforcement nach. Aber ja, die Bio hat natürlich auch sehr, sehr viel DPS. Die Drones könnt ihr nochmal ordentlich dezimiert werden. Der eine Uli ist eigentlich auch gefunden. Das Fressen für die gesamte Terran-Armee. Der Drop hier ist wieder drin in der Map. Das heißt, jetzt haben wir eine sehr, sehr chaotische Situation zwischen den beiden. Der Zerg hier, ja, hat ein bisschen was an einer übrig gelassen, crasht nochmal komplett die dritte Basis weg und jetzt kommt hier zurück, um zu verteidigen. Hat hier genügend, die Viper kommt mit der Zusatz, eine gute Landing Cloud hier auf zwei Panzer. Da kommen die Banning mit vor, aber die Panzer tanken davon ziemlich viel weg, die Nietzsche sind hier noch da, die Ulis blocken sich gerade ein bisschen und jetzt geht's hier mit Fokusfire auf Uli Nummer 1, der ist down, da kommt der Corrosive Bice auf den Panzer, Panzer geht nochmal down, aber die Bio lebt noch in guter Anzahl und Soulspirit, er schafft es gerade nicht ganz genügend Reinforcement ranzukriegen. Die Bio jetzt eigentlich wird evakuiert, wird weggeboostet. Und wir haben 34 SCVs auf zwei Basen vom Terraner. Okay, der ganze Medivac steht hier dumm rum, weil da ist halt jetzt gerade auch ein ganzer Schwung an Supply gestorben. Das wäre nicht nötig gewesen, wenn das nicht hier die Basis wird noch immer harassed von der Hydra und einem Uli. Und der Uli hat richtig Spaß hier. 15 Kills bereits gesammelt. Flext sich einfach durch alles durch und hier die Panzer werden gefokust von der Längen, aber bleiben, nein, bleiben beide nicht am Leben. Die DPS der Crackling ist viel zu krass und jetzt der Terraner wird einfach überrannt mit einem Schwarm an Zerg. Aquarium unter 100 Supply, Economy komplett in Scherben, versucht sich hochzukalten auf sein Highground, aber da sind noch so viele Ulis, da ist noch so viel Zerg übrig, die Hydras spucken immer noch aus der zweiten Reihe, Panzer wird rauskommen und immer noch hier, die Ulis fallen gar nicht wirklich, die Bio gibt sich wirklich Mühe, macht hier einen ziemlich guten Schredder gegen die Zerg-Einheiten, aber der Zerg denkt sich halt, ja, ist eigentlich ganz okay, weil du hast einfach nichts mehr zu Hause. Und da kommt auch das GG-Plate, good luck, von der Quaron. Und damit gibt er den Sieg an Soulspirit. Soulspirit mit einem 2:0 geht hier in die nächste Runde und kegelt damit Quaron aus dem Turnier hier. Hat aber natürlich morgen noch eine Chance, wie alle anderen, die heute ausgeschieden sind.